Hallo meine Lieben. Ja, was sehen wir denn hier? Genau. Ich habe wieder mit Ostriff begonnen und ich habe einen kleinen Schmankerl für euch. Ein kleines Zuckerstück, denn ich werde ein paar Folgen Ostriff aufnehmen, um nochmal reinzuschauen, das Update zu zeigen, denn wir können ab jetzt auch kleine Schicken, also kleine Hühnchen besitzen, um ein bisschen andere Nahrungsrohstoffe zu produzieren. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz, ganz schönes Ding. Und wir gucken mal ganz kurz, ob sich irgendwie andere Dinge wie die Performance und irgendetwas anderes noch ein bisschen verbessert hat. Das werden jetzt keine 50 Folgen oder so, aber ich denke, ein paar werden wir hier ganz sicher auf die Beine stellen. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Euch freut das. Viele von euch sind auf mich aufmerksam geworden, eben aufgrund von Ostriff. Und euch allen wollte ich jetzt schon mal wieder etwas bieten und zeigen, dass wir dieses Spiel auf diesem Kanal nicht das letzte Mal gesehen haben. Und so seht ihr, wie unsere Bevölkerung gerade anfängt, den Holzfäller zu bauen. Sie geben ihm wieder den Unterbau. Man kann wunderbar zuschauen, wieder, wie es gebaut wird. Jedes Brett wird hier einzeln gesetzt an alle neuen Zuschauer. Dieses Spiel ist bekannt dafür, dass wirklich jedes Bauteil einzeln produziert und durch unsere Bauarbeiter erst zur Baustelle verbracht und dann irgendwann auch angebaut wird. Ihr seht hier, wie die Hölzer hier unten liegen. Derzeit gibt es keine Fehler, deshalb ist im Moment alles vorhanden, um dieses Gebäude zu bauen. Klar, das haben auch eine, die haben auch einiges in den Muscheln hier. Die haben einige Muckis vorzuweisen, sonst könnten sie diese Bretter nicht so tragen. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen am Husten bin, aber bin etwas krank. Etwas gut, ich bin ganz schön krank, aber das ist egal. Ich wollte das einfach mal wieder anspielen. Ich denke, wir sollten jetzt nicht ein neues Ostriff erwarten, ein neues Spiel. Wir sind im Patch 7. Ich denke, es gibt auch bald wieder vielleicht was Neues. Aber bis dahin vergeht die Zeit. Entwicklung einer Person ist etwas anderes als eine Entwicklung von einer kompletten Spieleschmiede. So, wir sehen jetzt, wie dieses Dach entsteht. Das ist der Holzfäller. Dort arbeiten einige männliche Mitbürger und fällen uns hier ein paar Bäume. Jetzt warten wir kurz noch auf ein paar Ressourcen. Anschließend brauchen wir dann das Clay Pit. Da wird Lehm aus dem Boden gewonnen. Das hat sich auch noch nicht geändert. Also wir haben noch keine neuen Rohstoffe. Das heißt, Lehm können wir überall gewinnen. Ich selbst setze dieses Clay Pit jetzt ein bisschen mehr an die feuchteren Stellen. Also ein bisschen mehr hier. Försterei ist fertig. Wir stellen erstmal drei Leute ein. Und als allernächstes brauchen wir etwas Lehm. Wir drehen uns das Ding mal zurecht. Ich würde sagen so. Ups, okay. So, und unsere Aufgabe in diesem Spiel ist wie immer, die Bevölkerung auf den Winter vorbereiten. Und das geht mit Hütten, das geht mit Häusern. Denn die werden benötigt. Und deswegen setze ich jetzt zwei Baustellen. Wir brauchen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Häuser. Zwei bauen wir jetzt schon mal. Es ist super schwer. Ich wiederhole das nochmal. Es ist super schwer, einen Betrieb aufzubauen, dass wir alle Menschen in die Häuser bringen. Ich überlege gerade, eine Thatchery bräuchten wir auch. Die sammelt Gras ein. Die setzen wir mal hier hin. Die wird dann auch noch gleich aufgebaut. Aber jetzt erstmal folgt hier alles Weitere. Eigentlich, ja doch, wir brauchen schon drei Leute in dem Holzfällerbetrieb. Ihr seht jetzt, ich zeige es immer wieder gern. Ich mache einfach so. So, und zeig euch einfach, wie dieses Gebäude gebaut wird. Das ist immer schön, das mache ich ja selbst. Also ich glaube, einige von euch, die das Spiel haben, will gar nicht wissen, wie viele von euch sich einfach hingesetzt haben und manchmal einfach beim Bauprozess zugeschaut haben. Dann könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben, wer das von euch gemacht hat, ob ihr das auch so toll findet und ob ihr meint, dass viele Spiele das auch so machen sollten. Ich bin der Meinung, einige große Spiele könnten das ebenfalls ruhig so umsetzen. Muss natürlich alles in den kompletten Ablauf von Rohstoffproduktion mit eingebunden werden. Also Bauzeit, Aufwand mit Arbeitsvolk. Aber Detailverliebtheit findet man heutzutage selten.
Aber in Austria, da finden wir es. So, ist alles da. Nägel sind eingelagert. Konstruktion. Hier oben sehen wir auch wieder Holz. Wie der Baumstamm hier hingelegt wurde. Jetzt kommt das Dach. Giebel. Pfosten. Die seitlichen Bretter, wo dann schlussendlich das Rebdach dran befestigt wird. Ja. Ich finde cool, wenn das Spiel sich so entwickelt, dass man vielleicht dann auch irgendwann Fachwerkhäuser hat und aufsteigt. Modernisierungsprozesse. Sowas finde ich toll. Aber ich wollte euch einfach noch mal ein bisschen was zeigen. Ich denke, ich peile so 5 Folgen an. Vielleicht nehme ich die sogar in einem Rutsch auf. Das heißt, ich antworte dann so gut es geht auf alles und versuche alles zu beantworten. Sollte ich auf irgendetwas in-game nicht Rücksicht nehmen können, dann liegt es daran, dass ich es direkt aufgenommen habe. So, jetzt wird hier das Dach gesetzt und fertig ist das Haus. Das Gebäude ist fertig. Wir gucken mal kurz. Eine Familie zieht ein. Die sind da. Das nächste Gebäude wird angefangen zu bauen. Hier unten wurden auch schon ein paar Rohstoffe hingelegt. Hier seht ihr im Übrigen den Brunnen. Hier. Den konnten wir früher gar nicht abreißen. Ich bin mal gespannt, ob wir es vielleicht jetzt können. Wir so weit kommen, erstmal gucken, was wir so in 5 Folgen auf die Beine stellen. Ich glaube, mir ist wichtig, dass wir in diesen 5 Folgen schaffen, aus dem Winter her, also den Winter erfolgreich zu starten, ohne dass wir viele Leute verlieren. Und vielleicht auch dann mal ein bisschen Produktion auf die Beine stellen. Die Weltkarte sieht immer noch so aus. Die hat sich auch noch nicht verändert, aber die ist immer noch Work in Progress. Und eigentlich ist das ganze Spiel, wie ihr hier unten rechts seht, Alpha 1, Patch 7, sehr early immer noch. Und nochmal Verzeihung, falls ich öfter mal husten muss. Ich versuche es so gut es geht zu verhindern, aber wenn man Hustenreiz hat und dann redet, ihr wisst, das ist kontraproduktiv. Aber ich will ja auch nicht nur gammeln, ne? Geht ja nicht. Nicht hier bei mir und nicht mit euch. So. Was kann ich noch erzählen, während wir hier zuschauen? Klar, ich kann viel über Ostriff erzählen, natürlich, aber ich kann auch allgemein was erzählen. Ich war letztens in Krefeld. Auf einem Netzwerkevent von Alliance. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Leute getroffen. Auch viele bekannte YouTuber getroffen. Das war cool. Das war sehr spannend. Und Leute, alle Menschen sind normal. Alle Menschen sind gleich. Viele meinen immer, und wenn ihr jetzt spezielle Leute trefft, wie verhält man sich dann? Man verhält sich ganz normal. So, das nächste Haus wird fertig. Also ich sehe... Ich stehe der ganzen Sache recht positiv gegenüber. Ich glaube, wir packen das. Oh, hier sitzen ein paar. Er hier zum Beispiel. Ich glaube, der hat noch keine Arbeit. Cool wäre, wenn hier gleich noch einer arbeitet. Der Betrieb zum Aufsammeln dieser Gräser hier unten. Das ist dann schlussendlich das hier. Es wird getrocknet und wir haben Material für den Dachbau. Das ist gleich fertig. Ich glaube, das ist jetzt gleich fertig. Ne? Was braucht ihr noch? 2 Nägel, die liegen ja hier irgendwo. Da. Nägel werden benötigt. Was wir auch brauchen, ist eigentlich ein Markt. Ein Trading Post. Der hier. Eben um Nägel oder auch Eisen zu kaufen. Der ist recht groß. Aber ich finde den... Hier hinten könnte man den hinsetzen. Oder hinter die Häuser oder direkt ins Zentrum. Ich finde Zentrum toll. So. So schon fast. Ja. Da kaufen wir dann die nötigen Materialien ein. Schicken Leute los. Das Wohnhaus hier entsteht jetzt auch. Hier arbeitet jetzt noch keiner. Haben wir noch genug Thatch? Kurz schauen. Wo ist denn unser Lager da? 9. Naja, das ist noch okay. Wie viel braucht das? Gar keins.
Oh, hier liegt einiges an Holz. Einiges an Holzstämmen, die zu Holz verarbeitet werden müssen. Entschuldigt. Und ja, die Familien arbeiten ja nicht durch, die machen auch Pausen, um zu gewährleisten, dass die Pausen immer nicht zu lang. Wir können auch mal hier ein paar Bänke bauen, wo sie sich komplett hinsetzen können. Ein Bäumchen daneben, was wir anpflanzen. Das gleiche auch hier. So, das wächst dann erst nach und nach. Und das Haus ist jetzt auch gleich fertig. Sehr schön. Danach konzentrieren Sie sich bitte dann auf diesen Trading Post. Und dann bauen wir hier mit Häusern weiter. Ah, die bauen wir mal so. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an einen Kommentar von damals. Da wurde gesagt, ich würde so typisch bauen, in einem viel zu sauberen Ablauf, also mit Wegen und also quadratisch, und würde meine Bevölkerung zur Arbeit treiben. Keine Ahnung, was das für ein Kommentar damals war. Ich glaube, das war so ein, wenn ich es Falsches sagen kann, auch Ironie gewesen sein und Spaß, aber es klang für mich schon fast wie so ein, ach, ich weiß auch nicht. So ein Weltverbesserer-Kommentar. Das war etwas kurios. Ich fand es teilweise auch witzig, weil ja natürlich übernehmen wir hier die diktatorische Oberhand, aber wir sagen ja nicht, du geh dahin. Die arbeiten ja selbst und wollen ja hier leben. Sonst hätten sie sich ja hier irgendwie nicht niedergelassen. Und im Winter würden sie ja sterben. Das heißt, wir nehmen ja schon irgendwie Rücksicht. So, dieses Gebäude hier pausieren wir. Der braucht noch, ein paar Sachen werden noch hier benötigt. Bis wir so eine Claygrube leer haben, da vergeht auch Zeit. Seht ihr das? Die einzelnen Leitern werden rangebracht. Ich versuche euch im Übrigen in der nächsten Zeit mal wieder so ein paar Klassiker zu bringen und Spiele, die in Entwicklung sind, eben wie Ostriff. Auf dem Plan steht auch Atomic Society, da will ich auch noch mal reinschauen. Und eventuell auch was ganz Neues. Es gab ein paar angespielt zu Lethys und auch zu Project Aura. Auch diese Titel sind für mich interessant. Von daher abwarten. Herrlich, wie diese ganzen Teile gesetzt werden. Erinnert mich auch ein bisschen an Forest Village, ne? Wenn ihr dazu mal Lust habt, ich meine, ich erwische, glaube ich, mit dem Video hier viele von euch, die draufklicken auf jeden Fall. Und wenn ihr so lange guckt, 12 Minuten, 13, 14, irgendwie so, oder 11, also so in diesem Zeitraum, etwas 10 Minuten plus, dann schreibt doch mal runter, ob ihr auch Bock auf Forest Village hättet. Ob ihr meint, dass das passen würde und ob ihr es gucken würdet, weil wenn es eine Schmach wird und 10 Leute pro Video einschalten, sind es immer noch 10 Leute natürlich, denen ich Spaß bereiten kann. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es muss sich auch rentieren. So, hier wird weiter. Ich mach mal so. Ich lasse das mal so stehen. So sehen wir die Baustelle hier und sehen auch hier hinten, was eingelagert wird zu diesem Haus. Vielleicht sehen wir gleich zwei Baustellen. Das wäre auch cool. So. Ach, herrlich, ich könnte das immer so laufen lassen. Irgendwann mache ich das mal. Da zeige ich euch ein Zeitraffer-Video, wo jedes Gebäude in Zeitraffer aufgebaut wird. Dass man jedes Gebäude einmal in der Entstehung sieht in diesem Video, vom kleinsten Teil an. Das wäre nochmal so eine Idee zum Abschluss dann nach den 5 Folgen. Oder als 5. Folge. Wäre auch möglich. Ein paar nehme ich hier ja schon auf. Das Haus hinten habe ich ja schon. Das könnte ich ja so übernehmen. Na, mal gucken. So, woran hapert es jetzt? An Trägern. Okay. Oh, hier hinten wird jetzt begonnen. Da sieht ich schon, wie was entsteht. Ganz vorsichtig. Viele von, falls ihr jetzt was gehört habt, ich habe das Fenster auf. Draußen ist immer noch die Baustelle. Ich erinnere mich, dass ich das vor einiger Zeit schon mal gesagt habe, aber ja, die Baustelle ist noch nicht fertig und hier wird rumgehupt und, aber ich habe auch gerne mal das Fenster auf.
Auch wenn es nicht dienlich ist für meinen Heuschnupfen. Muss ich gleich auch mal zumachen. So, Leute, dann baut mir mal bitte das Gebäude fertig. Das wäre gut. Oh, wir brauchen mehr Clay. Viel mehr Clay. Oh, da hinten wird gebaut. Hört ihr den Prozess? Das Hämmern. Coole Sache. Wir sind schon im Mai. Ach, entschuldigt. Ich versuche es so gut es geht zu verhindern. Komm, fliegen wir da mal rüber. Jetzt so. So ist auch gut. Man sieht auch, wie die einzelnen Leute in den Zelten verschwinden, wie sie manchmal was trinken, wenn hier der Brunnen sich hier bewegt. Also ich glaube, das wird hier früher fertig, als das da hinten, wenn es so weitergeht. Aber es ist schon in dem Arbeitsprozess hier. Das ist aber schon so weit. Also sobald hier einmal noch ein bisschen was hergebracht wird. Wie steht es denn in unserem Holzfällerbetrieb? Oh, ist hier viel Holz. Komm, da reicht, wenn einer aufhört. Einer kann ruhig aufhören. Und kann helfen, das Haus zu bauen. Kleine Kinder, die hier rumlaufen, finde ich auch mal sehr cool, dass man so sieht, wie einige älter werden. Erwachsen. Sie werden so schnell erwachsen. Hier sitzen sie auf der Bank. Der Baum wächst. Das Haus wächst auch. Aber das hier auch. Ey, ich sag euch das, wenn das vorher fertig wird, ne? Leute, ihr müsst Prioritäten setzen. Klar, wollt ihr warme Orte und vier Wände haben, aber was soll ich sagen? Wir brauchen ja auch die Ressourcen, die aus dem Haus kommen. Aus dem Markt. Fast fertig. Bisschen Clay noch. Und hier? Ah. Wände, wie sie entstehen. Wie die immer nur zwei Lehmbottiche raufpacken können, ne? Na, hier, ich glaube, es wird doch vorher fertig. Sehr gut. Man hört ganz leicht die Vögel im Hintergrund. Ich binde in dieser Folge noch keine eigene Musik ein, weil ihr ja das Spiel in seiner Gänze so sehen sollt, wie es ist. Ich muss mal gucken, ob ich es überhaupt in diesen 5 Folgen mache, ob ich Musik einbinde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ab der 2. Mal schauen. Mal gucken. Im letzten Durchspielprozess habe ich ja eigene Musik gewählt. Das könnten wir vielleicht wieder so handhaben. Hier sind die beiden Fenster. Ach ja, welches Spiel ich auch noch auf dem Zettel habe, ist Card Life. Card, Englisch, Life. Ist ein Minecraft-ähnliches Spiel, aber ziemlich lustige Ideen. Könnt euch mal schauen. So, jetzt aber. Jetzt müsste das ja echt bald mal fertig werden. Oh oh, auch der hier wird jetzt weitergebaut. Ja, der Markt wird schon vorher fertig. Der Trading Post. Ich nenne ihn immer Markt, aber eigentlich ist es ein Handelsgebäude. Handel, Handel, Handel. Handel ist wichtig. Genauso wichtig ist es, dass ihr arbeitet. Fände ich gut. Wie viel Holz haben wir denn jetzt hier? Sehr viel. Kommt hier. Kommt mal raus. Arbeitet mal für den Bau. Für den aktiven Bauprozess. Ihr seht, wie diese Marktkarren genutzt werden, wie sie hier abgelagert werden. Und ich bin der Meinung, wenn man sich alles so anschaut und wie etwas schleppend zurzeit der Update-Lauf des Spiels ist, dass der Entwickler schon wirklich sehr lange an diesem Spiel gearbeitet hat. Um alleine das herzustellen, was hier ineinander greift, ne? So, ich denke, wir sind hier gleich durch.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die Gebäude fast in einem guten Rhythmus fertig werden. Da steht's. Zack, zack. Sehr gut. Okay. Ganz easy. Wir brauchen hier einen Manager. Der ist notwendig, um einen Händler loszuschicken. Okay, da ist er drin. Mittlere Geschwindigkeit, World Map. So, Eisen. Ich glaube, hier kostet 80, ihn hinzuschicken. Haben wir. Sieht gut aus, ein bisschen Thatch noch. Haben wir noch was? Haben wir noch ein bisschen Thatch? Ja, haben wir. Sehr gut. Aber da kann auch mal zwei arbeiten. Da ist unser Händler unterwegs. Ist losgeritten. Und so steht es dann um die anfänglichen Bewegungen um Ostriff. Ja, machen wir mal so. So sieht es doch als Abschluss recht schön aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Erste Folge. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr neu seid, abonniert mich ruhig. Wenn ihr das Video gut fandet, gebt ihm einen Daumen nach oben. Und für alle weiteren, die auch gerne sehen wollen, wenn weitere Videos kommen und meinen, sie werden nicht immer alarmiert, könnt ihr gerne diese kleine Glocke auf meinem Hauptkanal vorne auf der Hauptseite rechts anklicken. Dann werdet ihr nie wieder was verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Ziegerow war das. Tschüss.